Dreifachverstellbarkeit. Das klingt cool, aber was heißt es und welche Vorteile bringt es? Der erste Vorteil ist die seitliche Justierbarkeit, Positionierung auf dem Dachsparren, angepasst an die jeweilige Dachziegel, die auf dem Dach verbaut sind und deren Wellung. So dass es immer gewährleistet ist, dass man mitten in der Wellung, im Wellental, den Bügel positionieren kann und die Grundplatte noch auf dem Sparren zu verschrauben ist. Die zweite Justiermöglichkeit ist die Höhenjustierung des Bügels, der mittels Gewinde hier ein- und ausgedreht werden kann und somit auf die Stärke der Dachplatte angepasst werden kann. Des Weiteren gibt es zwei verschiedene Stärken vom Grundprofil, ja, für die entsprechende Lattung, die auf dem Dach verbaut ist. Die dritte Justierbarkeit ist die Justierbarkeit des Schienenauflagers. Hier können wir die Mutter auf- und abdrehen, um Wellen im Dach auszugleichen und eine ebene Schienenlage zu gewährleisten. So, hier demonstrieren wir die Dreifachverstellbarkeit noch einmal am Musterdach. Die erste Einstellmöglichkeit war die seitliche Justierung. Hier haben wir die Möglichkeit, mit dem Grundprofil auf dem Sparren nach rechts und links zu verfahren, um die genaue Position in der Welle festzusetzen und den Dachhaken danach mit den Schrauben auf dem Sparren zu befestigen. Die zweite Verstellmöglichkeit war die Höhenjustierung des Bügels. Wir benötigen 5 bis 6 mm Luft zwischen dem Dachziegel und dem Bügel und das können wir mit dem Gewinde erreichen. Die dritte Verstellung war die Höhenjustierung für die Schiene. Hier können wir diese Mutter auf dem Gewinde auf- und abdrehen, um Unebenheiten im Dach oder Wellen im Dach auszugleichen.